Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review vom Studio Windtor. Ich bin der Kumpel und ich habe heute die Luzi dabei. Die Luzi dabei, genau. Die war leider etwas abgehackt gerade. Wir wollen euch in dieser kleinen Review, die vielleicht auch der Start für ein Let's Play ist, wollen wir euch mal Portal Knights zeigen. Und das ist ein ziemlich cooles Ding, weil wir Minecraft-Jünger davon sehr angemeinkraftet werden. So, jetzt sind wir am Startscreen und jetzt gehe ich hier direkt auf Start und dann fangen wir mal an. Ich habe hier schon mal ein bisschen rumprobiert, ne? Das muss ich dazu sagen. Wir haben also da schon mal getestet. Wir gehen jetzt nicht völlig blind rein, aber wir machen natürlich mit euch einen neuen Charakter. So, und ich bin wohl ein Männlein, ne? Ja. Ein Männlein und ich werde wohl... ich bin halt der Krieger, ne? Ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin so eine Frontsau, bin ich eben. Da, guck. Ich wähle aber lieber den Embermage, den Magier. Kannst du machen. Also ich werde eine Zauberin. Okay. Gut. Oh, ich darf mir die Frisur aussuchen. Ja. So, was haben wir denn hier? Cool. Frisur, genau. Frisur, jetzt mal gucken. Also so sehe ich ja auch gerne mal aus. Pferdeschwanz. Ich mag Pferdeschwänze ja, könnte ich mal tragen. Ja, genau. So sah ich mit 15 nach dem Aufstehen aus, aber heute nicht mehr. Das ist jetzt etwas erzkonservativ. Das entspricht wohl der Wirklichkeit, fürchte ich. Ja, ja. Das hier würde ich, das ist als Frisur, die 18 würde ich so als, wie soll man sie betitulieren? Ich würde fast sagen Arschspalte. Entschuldigung. Eieiei. Ah, der kleine Irokese, das hier ist auch schräg. Der Wuschi-Buschi. Oh, keine Haare, soweit bin ich noch nicht. Kurze Haare, ja. Oh, das sieht aus wie, also sieht jetzt nicht wie aus wie so Rasterlocken, sondern mehr so wie so, ja, Busch. Boah! Oh je. Ja. Ach, guck mal, Mr. Spock. Ist ja niedlich. Ach, das macht total Spaß, den Charakter zu erstellen. Ja, ich bin ja noch nicht weit gekommen. Ich habe jetzt die Frisur mir angeguckt und ja, ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier was auspicke. Und, ja, ich glaube, ich stelle mich halt einfach der Wirklichkeit. Und auch bartmäßig Wirklichkeit. Nein, also bartmäßig muss ich gucken, was sich da so findet. Das ist ganz gut. Den finde ich ja auch süß. Finde ich irgendwie niedlich. Hm. Bin mal gespannt, was da gleich rauskommt bei dir. Das ist die aktuelle Wirklichkeit, aber wir wissen ja auch, dass... Machen wir mal den da, oder? Machen wir mal den da, der ist doch irgendwie cool. Und dazu noch irgendwie so ein bisschen eine passendere Haarfarbe. Ja, naja, geht so. So ein bisschen so, ne? Gut. Dann können wir auch die Ohren einstellen, wobei ich hier so einen kleinen Ohrring trage und den finde ich auch ganz basic eigentlich. Weil die Ohren finde ich jetzt nicht so basic und so Knöchelchen-Ohren weiß ich nicht. Nein, wir machen mal einen Ohrring. Ich bin zwar nicht der Ohrring-Typ, aber das ist sehr rosa. Das ist, so ein bisschen gelblich. Aha. Das ist sehr blass, aber ich glaube, wir nehmen mal, das sieht auch so total künstlich aus, ne? Also wenn ich farbig wäre, würde ich das nicht haben wollen. Genauso wie ich das dann nicht haben will. Ich glaube, ich nehme das da. Das ist irgendwie ganz hübsch. So ein bisschen... Ach so, shit. Schade, meine ich natürlich. Es geht ja auch noch Augen. Die Augen müssen wir noch aussuchen. Oh ja, das ist ein grandiger Typ. Oh, lala. Also wenn man das nicht sieht, was du da machst, ich will gar nicht wissen, wie du gleich aussiehst. Ja, und das hier ist auch... Oh. Das erinnert mich an irgendwen, aber das ist eigentlich ein ganz cooler Typ, oder? Augenfarbe? Naja. Vielleicht mal graue Augen? Die sehen auch aus, als hätte jemand einen Graufilter drüber gelegt. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz coole Augenfarbe, oder? Oder die da? Ja, ich glaube, ich hätte gern die da. Die da hätte ich gern. Und jetzt brauchen wir noch einen Mund. Mal gucken, ob da... Vielleicht, man sieht mit dem Bart halt wenig Mund, das muss man dazu sagen. Und, Lippenstift. Du trägst Lippenstift. Mhm. Das sieht super aus. Das ist ein Traum.
Man nennt ihn auch Roger Rabbit. Ja. 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 Da ist er eigentlich ganz frech, ne? Das kann man machen. Das kann man machen. Was haben wir hier noch? Stimme. Ach ja. Ha! Hä? Ha! Ha! Huh! Ich nehme den da, oder? Den da, den der hier. Ha! 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 Okay. Gut, und wir nennen den ganzen Kerl jetzt, ich weiß nicht, kann ich den Namen nochmal? Der Name ist schon vergeben, ja, das habe ich ja, den hätte ich löschen müssen wahrscheinlich. Also nennen wir in dem Falle hier mal, ach, weißt du was, wir nennen ihn einfach, Kumpel Vintor. Mhm. Aha. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. So, gut, und jetzt haben wir den hier und jetzt gehen wir da auf Start. Und brauchen auch eine neue Welt. Dann lösche ich mal hier. Wir haben hier so ein bisschen rumexperimentiert. Ja, löschen wir. Weil wir halt Zeit hatten und nicht aufnehmen konnten und bei Luzi waren. Und dann lief das Ding sogar so ein bisschen. Nein, es lief überhaupt nicht auf dem Laptop. Das war eigentlich der Grund, warum wir es hier rumprobiert haben. Auf meinem alten, da lief es nicht. Und dann nennen wir die Welt jetzt Lucretianus. Und wir machen kleine Inseln. Mhm. Weil das letzte Mal hatten wir Schwierigkeiten mit mittleren da eine Verbindung herzustellen. Ja. Das erstelle ich jetzt und sag Start. Und dann muss ich einladen irgendwie. Das Spiel ist ja auch immer noch irgendwie im Early Access, ne? Irgend sowas war doch da. In den vergessenen Tagen war die Welt friedlich und unversehrt. Aber der Bruch kam und riss das Reich in zwei. Nun sind die antiken Portale die einzige Verbindung zwischen den ungleichen Ländern. Und sie sind umgeben von erbarmungslosen Feinden, die in der Dunkelheit gedeihen. Entschuldigung. Das habe ich da außerdem fast weggeklickt. Die Welt erwartet Helden, die den Portalen ihr Licht zurückgeben und das friedliche Reich wieder vereinen. Punkt. Der uralte Gott Tiris hat eine recht große Gemeinschaft an Jüngern. Haltet die Augen nach ihren Machenschaften offen. Und jetzt klatschen wir erstmal auf Junkershügel. Das ist die Startwelt, auf der man immer landet. Ach so, nein, das Bild ist falsch. Warte mal, das ist, ich habe eine völlig falsche Bildeinstellung. Aber ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Warte mal, nochmal Hauptmenü. Abbrechen. Nein, ich wollte hier in die Optionen Anzeige. Und dann gehen wir hier auf Vollbildfenstermodus und dann passt das hoffentlich. Ja, jetzt passt's, genau. Ah, endlich sind wir drin. Da sind wir. Hallo, Luzi. Hallo, hallo. So, dann wollen wir mal diese Preview mit einigen Holpereien und Poltereien starten. Warum drehe ich mich eigentlich nicht? Achso, mittlere Maustaste und jetzt bin ich immer... Da steht der, das ist der Typ. Guck mal, hier ist der Typ, der mit dem Portal bauen. Okay. Ich laber den mal an. Dann musst du auch vorlesen, ne? Ja, ja. Robert! Was willst du? Ich bin beschäftigt. Oh, du bist ein Portalritter. Ein echter Portalritter. Kannst du nicht so einen Krach machen im Hintergrund? Entschuldigung. Was für ein Glück. Ich versuche, dieses Portal zu öffnen. Du bist möglicherweise der Einzige, der mir helfen kann. Willst du mir helfen, dieses Portal zu öffnen? Nehmen wir natürlich an. Wunderbar. Alles, was wir tun müssen, ist, die vier blauen Portalsteine in die blauen Slots im Portal zu platzieren. Ja. Ja, das ist unsere erste Quest. Mhm. Wobei es nicht unsere erste Quest ist, weil wir ja schon so ein bisschen was wissen jetzt in dem Falle. Zumindest hier so in dieser Welt hier. Hier haben wir uns nämlich schon ordentlich rumgetrieben. Und eigentlich die erste Quest ist günstigerweise die mit der Troller hier. Komm mal her. Ja. Luzi, wo bist du? Ich bin hier unten unterwegs. Ja, das ist gut, weil das hier ist so mit die beste erste Quest, habe ich das Gefühl. Du bist wo? Ah, da ist ich. Moment, so. Ich komme. Ich bin da. Ich tue hier schon Baumwolle verprügeln. Ja. Und ein Pilz auch mal. Da ist die Troller, hier die. Willst du die, willst du dessen Mädchen? Die kannst Elise, du. Ja. Ja, ja. Soll ich dir ein wenig über den Bergbau erzählen? So eine Chance bekommst du nicht oft im Leben. Hilfst du mir? Ja. Also, dein Werkzeug ist das Wichtigste überhaupt. Geh in die Mine und hol dir einige Steinblöcke. Dann fäll einen Baum für einige Holzscheite. Daraus kannst du dir deine erste eigene Steinspitzhacke herstellen. Okay. Du bist schon drin? Ja, ja. Aber kannst dazukommen.
Es ist ja genug Mine für uns alle da. Auf jeden Fall. Naja, gut, die ist eher winzig. Eine Truhe gefunden. Ja, die ist dahinter, ich weiß. So, und? Was kommt da raus? Aua. Geld. Money, money, money. Ach ja, jetzt hast du die ganze Kohle abgegriffen, schon. Ach so, kriegst du die nicht auch? Weiß ich nicht so genau. Ich prügel hier gerade Felsen. Aber ich glaube, ich habe jetzt langsam genug Felsen geprügelt. Ich habe, glaube ich, auch genug. So. Ja, ich habe so, auch genug. So, jetzt können wir noch einen Baum verprügeln gehen. Ja, da sind ja genug zur Auswahl. Geronimo! Ah, mich hat ein Schleim angegriffen. Ja, aus... Wir machen jetzt auch nicht das Tutorial, weil das ist ein bisschen doof. Das haben wir schon hinter uns. Ja, immer drauf hier. Ich mach euch Schleim, ihr Schleims. Huha, hihahaha. So, du hast auch schon Portalsteine gesammelt? Ja, ich habe 2 blaue Portalsteinfragmente. So. So, habe ich auch ein bisschen Wasser gesammelt, denn Wasser ist auch gut. Ups. Kenn ich. Musst du wieder wegprügeln. So, ich habe Holz. Und jetzt gehen wir mal da hoch und machen uns eine Werkbank. Beziehungsweise gehe ich vielleicht mal zu dem alten Mann und mache da eine Werkbank. Mhm. Ich weiß nicht, wo der alte Mann ist. Wir sind jetzt halt in dem Fall ein bisschen geteasert, was dieses Level hier angeht. Ja, zu dem da kommen wir halt zuletzt. Lalala. Rennen geht leider nicht, aber man kann so ein bisschen springen. Aber ja, das macht's das nicht, ja nicht macht so nichts schneller. Nee. So. Ja. Oh, cool. So. Alter Mann, Robert. Wärst du bereit, mir ein wenig zu helfen? Ich bin nicht mehr so jung, wie ich es früher war. Ach nee. Ich habe eine Lieferung mit veredelten Holzblöcken bekommen, um das Haus ein wenig aufzumöbeln. Heute Morgen hat sich mein Rücken allerdings wieder gemeldet. Oh, ich kann mit normaler Stimme weitersprechen, das bin ich. Würdest du für mich die Boxen auspacken und das Loch in der Wand reparieren? Es wäre auch toll, wenn du meine kaputte Werkbank gleich noch mit reparieren könntest. Mhm. Ja, nehmen wir natürlich an, auch wenn wir nicht die Handwerker sind. Was für ein netter Portalritter. Vielen Dank für deine Hilfe. So. Also ich habe jetzt auch schon Holz netterweise dabei. Ich kann die jetzt hier gerade so reparieren. Zaza. Tada. Okay, Werkbank ist ganz. Das heißt, wir können uns hier Werkzeug auch craften, nämlich. Was wir machen sollten für die andere Droller ist hier die Steinspitzhacke. Mhm. Zack. Ich quatsch mal gerade mit Janine. Die Olle. Hallo, mein Kindchen. Das ist unsere kleine Baumwollfarm. Ich ernte die Baumwolle und stelle daraus Baumwollstoff her. Fühl dich wie zu Hause und nimm dir, was du brauchst. Das ist ja nett. Ja, die ist sehr, zuvorkommt. Wie nennt sich das, wenn jemand so selbstlos ist? Gönnerhaft? Nein, das ist ja was anderes. Irgendwas mit druistisch. Altruistisch. Altruistisch, genau. Ja. Danke. Mir fehlten wieder mal die Wörter. Bah, da wollte ich nicht rausfallen. So, jetzt wollte ich hier noch, ich muss noch irgendwie Blöckchen setzen. Mhm. Kann ich ja hochspringen? Kann ich bitte da hoch? Ja, ich kann da hoch. Okay. So, ich wechsle mal den Modus. Mittlere Maustaste, schwupp, siehst du das so wie bei Minecraft? Was machst du mit der Werkbank? Ich benutze. Ich mache Baumwollstoff. Aha, die springt dabei nämlich durch die Gegend. Und hat ein riesiges rotes Ausrufezeichen über sich. Okay. Nee, ich mach mir gerade mal Klamotten hier. Ja, mach dir Klamotten. Eine Magierhose. Ach, sowas habe ich ja alles noch nicht. Eine Lehrlingsrobe. Und Handschuhe. Für den Hut reicht das jetzt leider nicht mehr. Wenn ich dich eingemauert habe, sag Bescheid. Ja. Wieso? Ach so, ich habe kein Holz mehr. Ja, gut. Ach, habe ich das schön gebaut, ne? Ich bin ein echter Bro. So, dann nehme ich mir mal das Torso. Hier.
das auch veredelt. Das heißt, wir hauen das hier kaputt und kriegen veredelte. Sehr gut. Man haut auch gleich mal was Falsches kaputt. Das ist irgendwie nicht sehr präzise. Ich habe die alten Leute bestohlen. Wieso das? Oh, weil ich es kann. Oh. Hä? Ich habe schon mal die Spitzhacke gemacht. So. Guck mal, mein neues Kostüm. Ja, ei. Du bist ja niedlich. Ja. So, mal gucken. Was habe ich denn so, was das angeht? Ich könnte jetzt schon mal die Junkershose. Oh, nee, ich habe überhaupt noch keinen. Ich brauche den Stoff. Den Baumwollstoff. Das sollte ich eigentlich herstellen können. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen Baumwollstoff. Das reicht natürlich nicht für weit und so, schon mal für den Junkerhelm reicht's. Mhm. Den machen wir natürlich, wie sollte es anders sein, aus Baumwollstoff. Mhm. Und dann ziehen wir den auch an, den Baumwollstoff-Eisenhelm. Und jetzt brauche ich noch Baumwolle. Ich habe nämlich nicht genug, im Gegensatz zu dir. Oh, da ist Baumwolle direkt vor meiner Nase. Du hast ja auch hier die alten Leute bestohlen, ne? Nee, die hat's gesagt, ich darf das nehmen. Hast du auch neu gepflanzt? Nee. Siehst du? Bestohlen. Die hat gesagt, ich darf mir nehmen, was ich brauche. So kann man das ja jetzt hier auch nicht sagen. So, einen Portalstein habe ich schon mal hergestellt. So. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich bin irgendwie so in ein Loch gefallen und der Schleim verfolgt mich. Aha. Na, komm her, du. Ah. Na gut. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier unten. Hier ist so eine blöde Kante. Das ist suboptimal. Ich komme nicht wieder zurück über den Weg. Ich müsste jetzt hier alles abbauen, deshalb komme ich jetzt andersrum. Da könnte es gehen. Okay. Ich setze schon mal einen Portalstein. Ja, ich muss mich mal dann bei Gelegenheit heilen und ich muss mal sehen, dass ich jetzt hier genug Baumwolle habe, um mich da... Oh, ich bin schon wieder in so eine Spalte reingefallen. Was ist denn das hier für ein Blödsinn? Die Welt ist sehr zerklüftet, wirklich mit der anderen. Einen Stein habe ich schon mal gesetzt. So. Fliegende Kisten, das geht ja gar nicht. Schande über dich. Was? Du hast fliegende Kisten zurückgelassen. Habe ich fliegende Kisten? Ja, fliegende Kisten hast du zurückgelassen. Okay. So. Geh mal zu Elise wegen der Spitzhacke. Ja, mach das. Moin! So, jetzt Bergbau mit einem Bergbauwerkzeug wie der Steinspitzhacke ist viel effizienter als mit irgendwas anderem. Achso, das war gar keine richtige Quest. Jetzt habe ich aber nicht genug für meine Schuhe. Mist. Was brauchst du? Baumwollstoff. Ha, zwei Baumwolle kann ich dir geben. Ja, das wäre gut. Warte, ich komme. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So. Die könnte ich auch schon mal herstellen. Bin gleich da. Ich habe auch einen Portalstein. Ja, es ist nee, gut. Ich habe nur eine Hälfte. So, ich habe nur eine Portalstein-Hälfte. Wie war das? Wie kann ich dir was geben? Einfach da mit dem, wenn du dein Dings da auf dieses Lilane in der Ecke unten. Ah, okay. Ich kann dir mal den Portalstein hinschmeißen. Vielleicht kannst du daraus noch einen machen. Ich hab ja, mache ich gerade. Aber ich brauche erstmal die Baumwolle, bitte. Habe ich dir gegeben. Gut. Dann mache ich mal meine Hose fertig, hoffe ich. Wo ist es? Ach, hier. Okay, ich kann erst benutzen, wenn du fertig bist. Ja, das ist wie geil, die springt, das habe ich noch nie gesehen. Ach, scheiße. Schade, meine ich natürlich. Ich habe die Junkerhose, da brauche ich noch zwei. Ich muss noch sammeln gehen. Dann mache ich in der Zeit den Stein. Ja, ja. Ja, da wächst schon wieder einer. So. Das hätten wir auch. Und jetzt hier dies. Was noch? Ihr Kinderlein, kommt. Ich brauche Baumwolle. Oh, da wächst rote Beeren. Uah. Kann ich mal bitte hier... Ach so, geht's auch? Gut. Mm. Oh Gott, diese Überhänge hier sind so nervig. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Okay, da geht's jetzt wieder hoch. Das ist schon mal gut. Und hier ist noch eine Baumwolle, guck mal. Oh, ich erlege dich, grüner Schleim, du. Ja, nochmal ein halber Portalstein. Das sagt sie zu mir auch immer, wenn ich durch die Wohnung laufe, wisst ihr?
Ich erlege dich, grüner Schleim. Das bin doch nur ich, der Kumpel. Ich erlege dich. So, jetzt habe ich aber genug Baumwollstoff. Hol mich ab, sagt er. Ruf mich an. Oh, wahrscheinlich. Und jetzt mache ich mir eine Hose. Oh. Weil, ich, das muss ich dazu sagen, ich bin die ganze Zeit jetzt ohne Hose unterwegs gewesen. Das muss ja auch mal gesagt sein. So, dann hätte ich aber gerne noch hier... hätte ich gerne hier den Schleifstein. Oh. So, dann mache ich noch einen von. Zack. Denn der Schleifstein, das seht ihr jetzt, guck mal. Ich nehme mir den Schleifstein und pack den in diese Leiste rein. Und wenn ich ihn jetzt auswähle, patz, dann repariert er alles, was in der Leiste ist. Okay. Ach so. Heiltränke. Habe ich mir auch schon welche gemacht? Ja, ich nicht. So, dann haben wir hier einen schwachen Heiltrank. Mal gucken, wie viel ich hinkrieg. So, ich habe noch einen Portalstein gesetzt. Das war's ja schon. Den Heiltrank, den packe ich mir mal. Dann habe ich 4 Heiltränke. So. Immerhin. Und dann könnte ich mal einen schlürfen. Würde ich sagen, es gefühlt ewig Nacht übrigens im Spiel. Ja, irgendwie schon, ne? Man kann es auch, glaube ich, nicht überschlafen. Ich weiß nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. So, dann haben wir noch den Monstertyp, ne? Den können wir auch noch mit uns auseinandersetzen. So, was ist hier? Brauchen wir das? Portalstein, hast du gesagt, hast du gesetzt? Ach, du bist ja, 2 Stück schon. Wo ist denn das Portal nochmal hin? Ich habe gerade EP bekommen ohne Ende, aber wo ist das Portal? Ja, das war ich. Da drüben ist das Portal, ich sehe es gerade. Ich laufe falsch. Ja, laber doch. Kannst du mal hier unten eine Schlacht mit mir schlagen? Ich bin doch jetzt gerade zum Portal getappelt. Aua, zu spät. Bist du tot? Nee, noch nicht, aber ich werde jetzt sterben. Was? Warum hast du eine Schlacht angefangen ohne mir? Ja, das war ein komischer Kerl, der das wollte. Wer ist denn der komische Kerl? Ach, der Orangen hat mich zuerst angegriffen. Die Orangen sind aggressiv, die anderen, die Grünen sind, glaube ich, passiv. Aber du lebst doch noch, oder? Ja, aber ich habe mich gerade geheilt, weil es war ein bisschen knapp. Ja. Nur wir brauchen halt die EP auch. Ja, wir brauchen vor allem die Portalsteinsplitter. Das ist schon ein ganz schönes Gewusel, immer diese Schlachten. So, und jetzt. Boah, voll Stoff. Ah! Oh Mann, der Grünen, die sind so eklig. Sind alle gewesen, oder? Jetzt haben wir genug Portalsteile, glaube ich. Ich habe noch 2, also 4 Teile insgesamt. Mhm. Ich habe alle Portalsteile, Steine, die wir brauchen, theoretisch. Du auch? Ich auch. Ja, ja. Aber also man braucht ja wahrscheinlich immer mal wieder blaue. Für jede Welt brauchen wir Portalsteine. So, ich würde jetzt aber gerne nochmal meine Heiltränke aufrüsten. Ja, ich habe jetzt erstmal nur Beeren gegessen, dann heilt man ja auch schon weiter. Ja. Mal gucken, wie weit ich heile, wenn ich einmal Beeren esse. Das weiß ich jetzt hier geht's noch runter in die Höhle. Genau, den Typ müssen wir auch noch anlabern. Ja, wollte mal gucken, ja. Okay, dann ich spreche mal mit Zürl. Dann warte kurz, bis ich wieder da bin, bevor wir runtergehen. Ja, natürlich. Ich gehe nicht alleine runter. Ich bringe gerade den Baum ins Fenster. Oben rechts. Seht ihr den Baum im Fenster? Sieht irgendwie gerade witzig aus. So. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, nein! Oh, bist du ein Portalretter? Kannst du mir helfen? Da ist ein Monster im Keller. Das glaubst du nicht. Trau mich nicht mehr hätte oder runter. Oh. Kannst du runtergehen und meinen Schatz retten? Du kannst ihn auch behalten. Lieber du als das Monster. Was total aber witzig ist. Natürlich retten wir deinen Schatz für uns. Vielen Dank. Der Keller ist mein Lieblingsplatz zum Spielen. Ich tue immer so, als wäre ich ein Portalretter, genau wie du. Bitte rette meinen Schatz vor dem Monster. Er ist in dem Raum hinter dem Monster. Wenn du ihn hast, ist es wahrscheinlich am besten, deine Karte zu verwenden, um dich zurück zum Landeplatz zu teleportieren. Wie kann ich meinen Zauberstab reparieren? Mit dem Schleifstein in der Inventarleiste, wie beim letzten Mal auch. Okay, ich habe keinen Schleifstein, das ist schlecht. Da musst du den Schleifstein machen und dann kannst du deinen Zauberstab mit dem Schleifstein in der Aktionsleiste unten, wenn du ihn dann auslöst, dann wird alles in der Aktionsleiste repariert, was da so ist und kaputt ist. Ach so, mir fehlt ein Steinblock für den Schleifstein, ich werde bekloppt. Dann musst du dir einen abprügeln gehen. Ja. Ich wollte gerade mal kurz hier nach Fackeln gucken. Mir fehlt Baumwolle für eine Fackel. Oh. Es fehlt einem immer was. Das ist wie bei Minecraft hier. Alles fehlt. Ja.
Genau. Jetzt ja alles abgehackt, ohne was neu zu pflanzen. Ich habe auch alles abgehackt. Ich könnte aber den alten Leuten hier gerade mal was pflanzen. So, genau, sei mal so gut. Baumwollsetzlinge, genau, 11 Stück. So, dann pflanzen wir ihn mal ein bisschen Baumwolle. Und das wächst ja auch nach relativ zügig. Dann können wir es im Zweifel auch noch selbst wieder zurückholen uns. So, da behalte ich mir mal 3 von. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich das reparieren kann. Du tust es in die Inventarleiste ziehen und klickst drauf. So wie beim letzten Mal. Ach so, ja. Ich habe ja dann nur einen einzigen Schleifstein, ne? Ah ja. Ja, erstmal okay. Einen. Dann muss ich mir nachher noch unbedingt ein paar Steine besorgen. Ja. Weil der hat das noch nicht mal jetzt gereicht, meinen Zauberstab komplett zu heilen. Ja, ich bin auch auf der Suche nach Baumwolle. Baumwolle. Oh, hier steht was zum Lesen. Pflanze einen Samen für jeden Baum, den du fällst. Hier sind die bösen, so ein böser Papagei. Aber da habe ich Baumwolle entdeckt und ich komme wieder nicht hoch. Man kann hier 2 hoch gegen zu Minecraft. So, einmal Baumwolle. Ist der Papagei schon tot? Ja. Du bist so obermagisch, ist unfassbar. Ja, ich habe durch mein Kostüm klappt vieles jetzt besser. Aha. Ja, ich habe ja nur ein bisschen mehr Rüstung, glaube ich. So richtig wie ein Tank fühle ich mich auch ehrlich gesagt noch nicht. Also wenn, wie ein sehr kleiner Tank. Ja. Oh, da ist noch eine Baumwolle. Gut, dann kann ich nämlich ein paar Fackeln. So, kann ich hier auch so machen? Wahrscheinlich, ne? Ja, kann ich so machen. Fackel herstellen, abholen. Gut. Dann nehme ich jetzt hier eine Fackel. Ich habe eine, habe ich ja. Okay, ja. Und packe mir die mal hier auf diese. Dann kann ich hier nämlich mit Licht rumlaufen. Okay. Ich mache mir mal ganz kurz noch 2 Schleifsteine, damit ich mein Dings reparieren kann komplett. Ja, ich gehe in der Zeit nochmal den fehlenden Block setzen. Dann können wir nämlich auch weiter zur nächsten Welt. Ja, wir müssen doch erst noch in den Keller. Ja, das machen wir als... Der Weg nach vorne ist nun frei, sagt er. Ja, genau. Aber auch das Dunkel eilt herbei. Ja, richtig. Jetzt kommen nämlich auch die Bösen bei Nacht hierher. Die haben wir ja schon gesehen, wenn du dich erinnerst. Aber es wird ja gerade morgen. Die Bösen müssten also gar nicht mehr groß kommen. Wir wollten ja aus dem Keller gehen. Wo bist denn du? Ich habe mir gerade meine 2 Schleifsteine gemacht. Okay, es wird doch hell. Ja, es wird hell, aber wir gehen in den Keller. Ja. Das heißt, die Monster kommen jetzt nicht mehr. Nee, ich komme. Komme. So, jetzt bin ich schon mal da. Quani. So, geh mal runter. Ja, ich komme ja schon. Quani. Du Huhn. Lalalalalala. Oh, beim ersten Mal bin ich hier voll runtergefallen, ey. Tja. So, jetzt stehen wir dem Bösen gegenüber. Was machst du? Warum machst du nicht einfach die Tür auf? Oh, ja, ist eine Maßnahme. So, los. Sehr gut, schon erledigt. Er ist von uns gegangen. Und da ist der Schatz. Brauchst du hier Herzen? Die kann ich hier nämlich auch noch finden. Die tapferen Abenteurer, die es so weit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Okay. Hier gibt's noch ein Herz, falls du brauchst. Aber vielleicht hast du auch keinen Schaden genommen. Nee, ganz wenig nur. Okay. So. Haben wir nochmal EP gesammelt, wie nicht gescheit? Tja. Jetzt spring da nicht wieder direkt hin. Du weißt, da können Löcher entstehen. Ja, mache ich. Das wäre also lieb. Also kommst du auch schon raus. Reicht schon. Weil das sind ja hier alles fliegende Inseln. Ja. Und das kann ganz schön schief gehen. Klappt leider nicht so gut, ne? Ja, vor allem Luzi guckt nicht nach unten. Ja. So, haben wir auch. Mich erinnert das so ein bisschen an Looter Kings und Minecraft und an so Spiele wie Staxel und so. Also so ein Mix, ne? Mhm. Also manchmal muss ich auch schon an Looter Kings denken. Ist auf jeden Fall total das cool. Das ist ja das von Sarge und Rumpel, das Spiel da, aber ich finde das hier irgendwie schöner als Looter Kings, ehrlich gesagt. Ja.
So, wir rennen jetzt in der normalen Position, also wie wir es in Minecraft auch machen, wieder hier raus und dann schwupp, sind wir wieder hier. Oh, Hellertag. Scheiße, schade meine ich natürlich, schade. Was? Wir mussten uns natürlich rausbeamen. Dann tue ich das mal gerade. Wie rausbeamen? Ja, wir mussten uns da rausbeamen. Wohin? Ja. Hä? Wir mussten uns doch da raus unten rausbeamen. Genau so geht das. Jetzt beam ich mich, weil das ist leider Quest, weißt du? Wie hast du das jetzt gemacht? Du hast auch, wenn du auf die Karte gehst, also auf M. Ach, das meinst du, und dann ja. Da unten ist es dieses Beame-Ding. So, dann beamst du dich nämlich dann immer wieder hierher. Und da steht ja, da was. Genau. Tapferer Portalritter. Benutze Portale, um an ferne Orte zu reisen. Gefallene Portalritter werden am Landeplatz wiederbelebt. Ah ja. Ja, und da hinten ist, da hinten ist ein Portal, durch das wir jetzt kennen. Wir haben ja hier eigentlich alles erledigt. Wie kann ich denn mein Haustier nochmal auswählen? Ach, das Haustier, wo war das denn? Im Keller. Ich habe keins gefunden. Oh, ich muss das Charaktermenü benutzen. Na, das geht ja noch nicht, ne? Doch, kannst du das Haustier bei dir da auswählen, wenn du da bei der Rüstung, ja. Ich glaube, bei der Rüstung ist das Haustier mit dabei, mit dem Feld da unten in der Ecke. Ach Tier, ja. Tierbegleiter, aber ich hab keins gekriegt. Aber dann gab's nur eins. Nein, das letzte Mal gab's auch zwei. Ja, weiß nicht. Hast du die Kiste nicht kaputt gemacht? Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ich geh jetzt nochmal da runter. Ich will auch meine Ratte haben. Ja. Die macht zwar nicht viel, aber ist meine Ratte gewesen. Wow, jetzt bin ich doch runtergefallen. Nein. Doch, ja, doch, ich bin schon runtergefallen, aber anders als. So. Lalalalalala. Ach Gott, ist das süß. Hier ist keine Ratte von mir. Oh, dann kriegst du das nächste Haustier. Dafür habe ich rote Ziegelsteinblöcke. So, damit es weißt. Rote Ziegelsteinblöcke sind auch ganz, ganz super und als Haustierersatz. Hast du jetzt auch einen Stufenaufstieg gehabt? Oder nein, nur ich? Nein. Ich glaube, ich hatte keinen Stufenaufstieg. Okay, dann geht das nicht parallel, richtig? Ja, normal schon. Ich kriege hier aber überhaupt keine Info diesmal auch im Chat, wie beim letzten Mal. Das letzte Mal habe ich ja da auch immer, haben wir ja mal erst beide stehen gehabt, aber diesmal nicht. Bing! Bang! Bung! Dann gehen wir mal durchs Portal. So, Talente. So. Stabspezialisierung, Zauberstabspezialisierung, Sensenspezialisierung. Ja, hier gibt es so Sachen. Erhöht Schaden mit Stäben. Gut. Ich gehe dann mal durchs Portal. Warte mal kurz, ich habe doch einen Zauberstab, ne? Ja. Ha! Ah, du hast mich gerade mitgenommen. Wieso das? Weil du mich mitgenommen hast. Durch den Geburtskanal! Gleich komm auf die Welt! Erinnert mich an das Ende von Edith Finch, ne? Dieser Geburtskanal. Stimmt, da gab es wirklich einen Geburtskanal. So, hier gibt es jetzt schon ein paar fiesere Gegner und wir brauchen. Oh, hier, ich habe Kupfer gefunden. Klöpp ich mir gleich mal aus der Wand. Kupfer? Ja, tue ich mir schon holen. Weil in dem Fall sieht es auch einfach gut aus. Das kann man ja sagen. Ich finde das Kupfer total schön. Das haue ich mir lieber nicht ab. Das sieht irgendwie sehr tödlich aus. Und was ist rot hier? Das weiß ich nicht. Kupfer kenne ich noch, aber dann hört es auch schon auf. Das Rote war auch irgendwas mit dem Stein. So, das Rote, da hört es dann schon wieder auf bei mir. Wir haben ja viel getestet, wenig gespielt und haben dann hier bei der Welt auch relativ schnell aufgehört. Bei dieser Serie, weil wir uns nicht weiter spoilern wollten. Spoilern! Wir haben so ein paar fiese Kerle da gesehen, aber ja. Mich hat einer getriggert, glaube ich. Ich gehe mal gerade hier in das Haus rein, wenn ich kann. Aha, ich habe ihn gefunden. Komme. Guten Tag, ich glaube, das ist ein Mädchen, die kannst du mal... Na, weiß ich nicht. Sammer der Schmelzer, ich brauche dringend Kupfererz. Wenn du mir welches bringst, schmiede ich dir ein paar Kupferbarren. Annehmen. Bitte beeil dich, meine Kunden nehmen es nicht einfach so hin, wenn ich meine Quote nicht pünktlich erfülle. Ich habe ihm eine dekorative Box geklaut. Wie viele braucht er denn? Ah, acht. Ich habe drei, habe ich schon. Ich habe Kupfererz ganz viel. Ja.
Reicht doch schon. Wir müssen das irgendwie locker. Ich muss dir meine das drei geben. Genug sein, um die Leute. Ich hatte doch 9. Ah. Ich habe jetzt das EP bekommen. Hm. Quest abschließen. Hm? Boah! Ich hab die EP auch Stufenaufstieg. Dann gehen wir da nochmal gucken. Also gemeinsame Quests gibt auch gemeinsame EP. Ich mach mal hier jetzt erstmal als allererstes mache ich mal ein bisschen Stärke drauf. Aua! Oh. So. Talente habe ich noch. Ich mache erstmal Schwertspezialisierung. Genau. Boah, die Geräusche gerade. Huch. Machst du die Geräusche? Nein, das macht das Vieh, was hier das Haus angreift. Der ist nicht... Vorsicht, du musst ausweichen. Denk dran. Ich habe auf dich geguckt. Kein Wunder, dass ich so scheiße kämpfe. Jetzt bin ich auch tot. Ich bin noch nicht tot. Ich habe auf dich geguckt. Ja, das ist schwierig. Ich habe aber auch irgendwie eine ganz schlechte Sicht gehabt gerade. Ja, das ist irgendwie... Wie gesagt, ich habe auf dich geguckt. Komm, lauf! 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 Lauf doch! Oh, da ist noch einer! Oh! Oh! Ja, wenn du wegläufst, komme ich nicht hinterher. Ja, ich wollte einen Halt rein. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Was soll ich denn machen? Meine einzige Chance ist weglaufen. Okay, jetzt kann ich vielleicht mal einen Heiltrank zu mir nehmen, bitte. So. Oh, ich habe ihn erlegt. So. Dieses blöde Holzschwert, ich hätte gern was Besseres. Hier ist noch so ein Sandpanzer, Vorsicht. Der ist aber, glaube ich, festgebackt. Immun, sagt die. Gegen mich, ich kann die gar nicht töten. Aha. Wir haben ihn. So, erstmal Heiltrank, wenn das geht. Das ist, ich könnte mir noch Heiltränke machen. Ich habe noch Wasser gesammelt auch. Schwacher Heiltrank. Aber wir müssen dafür eine Werkbank. Nee, geht so. Ah. Heiltrank geht so. Nur die aufwendigeren Sachen. Wo bist denn? Da bist du. Die Ratte, ich will auch eine Ratte. Gibt's aber sicherlich noch mehr zu entdecken, ne? Stimmt. Als den Typ hier. Das überall hier, was für eine Übermacht hier steht. Aua. Oh, zwei von diesen fucking Sandpanzern. Ich hab kaum Herzen mehr, Vorsicht. Ah, ich sterbe. Oh, da hat er sich gerade aufgeladen. Da bin ich wieder. Aha, erledigt. Oh, ich hab schon wieder so ein Vieh getriggert. Ey, du Arschkeks. Boah, die Viecher sind aber auch echt hässlich. Erledigt. Ja. So, ich muss kurz meinen Zauberstab reparieren. Ja, das kann ich verstehen. Okay, Kaktus. Wasser gibt's aus den Kakteen. Das ist natürlich super. Wasser ist gut für Heiltränke, nur wir haben jetzt keine roten Beeren mehr. So. So. So, ich habe keine Schleifsteine mehr. Steine gibt's ja hier theoretisch auch. Da hinten ist ein Typ noch, guck mal. Da lang. Vorsicht rechts von dir. Ja, ich habe den gesehen da, aber diese... Ja, irgendeiner Vorsicht, von... Da sind zwei Panzer von denen. Ja, irgendeiner von den Leuten wollte ja das rote Erz haben. Ja, weiß ich nicht. Oh. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ja hauptsächlich... Ah! Ach, das sind... Ach nee, das weiß ich nicht. Was ist das? Eine Magma-Made, da steht doch dran. Ist sie schon dahin? Sandblock gibt die uns. Ich baue noch Kupfer für eigenen Bedarf ab. Ich wette, den brauchen wir auch für irgendwas, den Kupfer.
Und du kriegst die Sachen auch teilweise eben nur in den einzelnen Welten und nicht irgendwo anders dann wieder. Deshalb farm ich jetzt hier erstmal ein bisschen Kupfer. So. Und auch wassermäßig kannst du natürlich mit den Kakteen, witzigerweise, obwohl es hier sofort zu trocken ist, kriegst du hier ganz gut Wasser. So, ich habe schon mal einen Portalstein. Ich hätte aber viel mehr von diesen roten Beeren mir mitholen sollen. Ja, nicht nur du. Ich kann nur Bäumchen pflanzen, das nützt ja nichts. Doch, wenn wir Erde hätten, aber da habe ich, glaube ich, einen einzigen Block. So, ich habe sogar noch drei Portalsteine. Ja. Erde habe ich drei, habe ich, glaube ich, nur... Ah, nee, ich hab 36 Erde oder so. Warte mal. Ja, ich habe 26. Nee, 56 Erde habe ich sogar. Dann tue ich mal hier gerade ein bisschen Erde hinpflanzen. Ach, das hier ist ja schon Erde, oder wie ist das? Na gut, es sieht genauso aus wie das, was hier rumliegt. Also, wo ist denn hier... Hier ist Wasser. Alabasterbusch ist das. War das der? So. So. Ich weiß nicht, wächst der so dicht? Keine Ahnung. Ich experimentiere mal. Ich habe hier mal Alabasterbüsche vor das Portal gesetzt. Was passiert, wenn man ins Wasser springt? Man platscht da so drin rum. Okay. Das ist schön. So. Ich bin sauber. Wüstenfrucht. Achso, die Kerlchen wollte ich verarbeiten. Genau, hier, die da. Vorsicht, da kommt einer. Wo? Hinter dir. Es ist aber wieder weggegangen. Der Grummelkerl da. So, guck mal da unten. Oh, Vorsicht, das sind diese Schildkrötenviecher. Wo? Ah, da. Da, rechts. Ich rede mal mit Stanton, der... Du oder ich? Ein Abenteurer wie Sie hätte doch sicher nichts dagegen, mir ein wenig zu helfen. Ich möchte eine Probe des lokalen roher Flammenrubin untersuchen. Würden Sie mir etwas für mein Studium besorgen? Annehmen. Vielen Dank dafür, dass du diese Proben für mich besorgt hast. Meine Arbeit ist essentiell, wenn wir versuchen wollen, das Wissen wiederzuerlangen, das wir in der Tragödie unserer jüngsten Geschichte verloren haben. Außerdem ist hier nachts gruselig. Perfekt. Meine Forschungsgelder erlauben es mir, dir dies für deine Mühen zu überlassen. 835 EP, 22 Gold, Quest abschließen. Bah! Yeah, Stufenaufstieg! Ja, Stufenaufstieg und dann sofort weiterleveln. Komm, was haben wir hier? Talent geht bei mir nicht, aber Attributpunkte habe ich. Dann tue ich bei mir noch ein bisschen Ausdauer, Stärke, Ausdauer. Ja, dann machen wir so. So, oh, ich habe 5 Herzen schon. Langsam fühle ich mich mächtig. Welche Irrtum? Oh, guck mal, was steht denn da? Der Herr, darf ich mal kurz auf ihren Fässern rumprügeln? Was habe ich gefunden? 3, eine Laterne weiß. Und was hier unten im Keller? Oh, wer bist du denn? Morten, der Minenarbeiter. Hallo, tapfere Ritter. Minen sind wie ein Topf. Das ganze gute Zeug ist am Boden. Tief graben, grabtief. Ja, ist ja witzig. Das rote Zeug, dann nehme ich aber das hier auch mal mit. Gib mir das. Gib es mir! Ich will es haben. Da geht's ganz schön tief runter. Ja, ich glöppel aber hier oben noch das rote Zeug aus der Wand, weil ich mir denke, das brauchen wir garantiert auch für irgendwas. Mhm. So. Bei mir ist jetzt gleich, ich muss mal, glaube ich, hier reparieren. Nee, noch nicht. Ah! Ich bin runtergefallen! Lebst du noch? Ja, schon. Oh, warte, ich komm mit runter. Ah, oh, hier ist ein Action. Ach, das ist ja nur eine Staubmade. Komm her, du Lump. Na gut, ich so viele Herzen hab, sonst wäre ich jetzt gestorben. Während du da abbaust, bekämpfe ich hier die Gegner hinter dir. Ja, hast jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass du mit der Staubmade nicht klarkämst. Ich habe eine Laterne weiß. Deshalb wurde es hier gerade ein bisschen dunkel, weil ich die Laterne eingesackt habe. Aber ich finde die Laterne weiß auch viel schöner als die Fackel. Oh, ich könnte aber die Fackel da an die Wand hängen, dann siehst du wieder was. So, guck. Also ich... So, ich muss mal gerade gucken. Wir haben einiges an Portalsteinen. Ja.
Also, wir brauchen, glaube ich, nur noch einen. Hier geht's aber noch weiter runter, hast du gesehen? Komm. So, wo bist du? Ich bin die Treppe runter. Ah! Eine Staubmarder! Jetzt kann ich vielleicht auch mal eine Kiste aufmachen und den Zuschauern zeigen. Ich sehe aber übrigens die Zeit nicht mehr, ne? Weil Order City ist leider von TS überlagert. Hui! Das war's? Ja. Da gibt's noch was Rotes. Oh, guck mal, aus dem Roten kommen auch Portalsteine raus, ne? Okay, hier die Roten fallen aus der Welt. Okay, dann passt ein bisschen auf. Ja. Aber ich würde mich hier nicht... Also ich glaube nicht, das Spiel so wie Minecraft... Vorsicht. Was? Oh, du bist übers Loch gelaufen. Oh, warum hast du es denn nicht zugestopft, du Nuss? Ach so, ja. Hätte ich machen können. Tschüss. So. Ich habe aber wieder keine Haustür gekriegt. Ja, wir finden noch eins für dich. Oh, mag auch ein Haustier haben. So, jetzt müssen wir uns aber wahrscheinlich hier hochbauen. Oh, hier ist noch Kupfer in der Wand. So. Ah! Oh. Was war das denn? Dummheit? Totale Dummheit? Was sollte es sonst gewesen sein? Oh, ich bin wieder oben. Was ist da über mir? Das habe ich hochgebaut. Ja. Ich habe eine Kombination aus beidem gemacht. Ich habe einen Football. Tschüssi. Das ist ein Football? Ja, ich habe zwei Football. Aha, okay. Was gibt's denn sonst noch in dieser Welt hier? Was ist denn hier mit diesem Portal? Also mit den Dingern hier. Wofür ist es gut? Was macht es? Was kann es? Warum hat es ein Kleid an? Warum hat es ein Kleid an? So, mal lang prügeln. So, ich habe zumindest das Portal geöffnet für uns. Ja, das ist lieb von dir. Oh nein! Was ist jetzt? Die Made macht unsere Stöcke kaputt. Was? Die Made? Macht unsere Stöcke kaputt. So. So. Ja, da wächst. Guck. Oh. Ja, die waren am Wachsen. Ja. Das ärgert mich jetzt. Das glaube ich dir. Ich hol mir noch ein bisschen Wasser aus den Kakteen. Warum mache ich mit dem Schwert, ich Idiot? Ach, das sind Bomben, die Footballs. Du kannst mit dem Football jemanden schlagen. Das sind Bomben, die Footballs. Wie süß du bist manchmal. Sandpalmensetzling. So. Jetzt nehmen wir alles mit. Kommt alles mit. Alles, was keine Miete zahlt. Ey, da steht, pass auf, da steht jemand, ne? Ich weiß, der steht direkt vor meiner Nase. Ey. Ich glaube, wir rasten dann hier auch mal ein bisschen, bevor wir in die nächste Welt gehen. Oh, meinst du, dass wir hier eine Aufnahmepause machen, oder was meinst du mit rasten? Ja. Ja, okay. Ist ja jetzt eher erstmal eine Briefe. Die Frage ist ja. Oh, hier Böse sind da! Nachtmonster! Wo? Oh. Hier! Oh! Der blöde Schattenritter da des Feuers! Du zerschießt gerade unsere Pflanzen, ne? Glaube ich. Jetzt zerhau ich sie. Ist er tot? Juhu! Ja. Und sind noch mehr so Nachtritter. Mhm. Ich brauche, glaube ich, mal gerade einen Trank.
Kann ich mir noch welche machen eigentlich? Habe ich noch Zeug für einen Trank zu machen? Wir haben ja noch keine Beeren. Ja, ein kleiner Mana-Trank könnte ich herstellen. Okay, stellt 160 Mana wieder her. Aber Mana habe ich im Moment überhaupt kein Problem. Mana ist ja für dich interessant, ne? Mhm. Ich könnte mal hier... Ich habe nämlich ja mir netterweise über Laternen geklaut. Ich könnte mal hier irgendwie so... So. Cool. Macht es jetzt auch nicht wirklich heller? Naja, ein bisschen. Jetzt macht's heller. Das Portal leuchtet nämlich schon ganz ordentlich selbst. Okay. Da oben ist noch Kupfer. Mhm. Muss halt hier am Rand immer sehr aufpassen. Oder wenn man in so tieferen Senken ist. Aber ich glaube, man hat grundsätzlich die Möglichkeit, überall runter zu stürzen. So. Ein bisschen Erdblöcke zu haben, ist ja auch nicht so falsch, wie man immer wieder sieht. Wieso habe ich so viele EP bekommen? Was hast du eben gemacht? Ich habe Kupfer abgebaut. Manchmal kriegst du auch EP dann. Ah, cool. OP kriegst du dann. Ja, Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Schon. Krieg ich Wasser? Dankeschön. So. Aha, krieg ich den da? Leider nicht. Die Range ist leider zu weit weg. Was hast du vor? Ich hab mich da hingestellt und hab gedacht, ich könnte sie abschießen. Oh. Schade. So auf Distanz, ne? Ja. So bequem, so dass sie überhaupt keine Chance haben, ranzukommen. Dass du so OP bist halt. Mhm. Guck, weil ich stehe nämlich hier auf so einem Absatz. Also ach, das ist kaputt. Habe ich noch ein Reparaturzeug? Nee, natürlich nicht. Nee, ich sehe dich gerade nicht. Ich bin hier ja am Berg sozusagen. So. Oh, scheiße, der kann mich treffen. Wo bist du denn? Aha. Oh, ich habe eine Feuerball-Schriftrolle bekommen. Eine Feuerball-Schriftrolle? Ja. Cool. Aber ich weiß nicht, was sie kann. Warte, ich habe jetzt eine ganze Menge von diesen Portalsteinsplittern auch noch. Mhm. So, ich habe jetzt also schon 6 Portalsteine auf Tasche. Okay, so, dann gibt es wenigstens noch ein bisschen EP hier für uns. Ja, genau. Und diese Monster da, diese Nachtmonster, da hinten kommt eins. Die geben auch gut. Ja. Ei, noch so eine scheiß Mane hier dabei. Hilfe! Ich bin tot? Ups. Nee, hä? Doch, doch. Oh, jetzt ist der wieder aufgepumpt. Entschuldigung. Du bist natürlich jetzt am anderen Ende der Karte. Ah, ich sterbe. Ja, ich kann nichts dafür. Ich werde von einem Oger verfolgt. Ist er tot? Hast du sie besiegt? Nee, da steht er. Entschuldige, er ist wieder aufgepumpt. Der sieht aber irgendwie... Ja, diese Made hat mich halt so ein bisschen dran gekriegt. Sehr gut. Ah, der Pilz, der Panzer. Aua. Ah, ich hab gerade keine Waffe in der Hand. Oh. Mein Gott. Gegen den Panzer scheint nicht ganz gut zu sein, ne? Da ist nochmal so eine Feuermade. Ja, ich bin dagegen nicht gut. So, die ist auch von uns gegangen. Ich brauche irgendwie, ich brauche eine Werkbank. Ich muss irgendwie. Die können wir bauen. Warte, ich kann ja eine bauen. Vorsicht, der kommt darüber. Ja, okay, er steht. Nee, ich habe kein Holz. Ich habe Holz. Ich habe 4 Holz. Okay, dann baust du hier mal eine Werkbank hin. Guck mal, ob da eine Laterne hingehängt.
Mach dir mal einen Aufgang für den Fall der Fälle. So. Huch. Ach so, jetzt habe ich ja kein Holz mehr, um mir meine Dings zu bauen. Ah. Ich habe aber noch einen Ersatzzauberstab. Na gut. Ich glaub, soll ich die mal stehen lassen? Wir nutzen jetzt die Gelegenheit an der Stelle und verabschieden uns jetzt erstmal. Und ja. Ihr könnt mal, was ihr von dem Spiel so haltet, in die Kommentare schreiben. Und wir überlegen uns, ob wir damit ein Let's Play machen wollen oder nicht oder sollen oder wie auch immer. Was meint ihr? Wollt ihr die zwei Kerlchen hier noch auf ein bisschen längere Reise begleiten? Ja, da hopst du rum, ne? Und ja, ich wollte nochmal demonstrieren, wie ich hopsen kann. Ja, dann hopst nochmal. Naja, komm, sonst haben wir gleich das Monster angelockt. Na gut, okay. Kann man irgendwie winken eigentlich? Oder nee, so? leider nicht. Doch, so. Ich dachte, das geht nicht, ne? Ich dachte, man könnte irgendwie winken, dachte ich. Aber schade eigentlich. Okay. Na gut. Bis dann. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Oh, ist das süß. Du bist so ein Knüffelchen. So. Ja, ne? Tschüss.